Brennpunkt einer Parabel berechnen. Eigentlich ist es eine ganz einfache Geschichte. Wir haben ja überall Parabeln, muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber typisch beim Parabolspiegel, da denkt man, wo ist denn hier eine Parabel? Der hat hier das LNB, also das, die Empfangseinheit, und sammelt alle einfallenden Funkwellen hier an diesem Punkt. Wo, ja, okay, das ist ein Brennpunkt. Wir müssen uns das mal geschnitten betrachten. Das ist ein Teil einer Parabel. Also jede Parabel hat nur einen einzigen Brennpunkt. Und wenn ich nur einen Teil dieser Parabel nehme, hier der Spiegel mal geschnitten, dann habe ich hier auch den Brennpunkt. Parabelformen, die können nach unten, nach oben geöffnet sein. Leute, achtet mal auf diese Links, da gehe ich nochmal tiefer drauf ein. Also was dieses A, also dieser Faktor vor dem x-Quadrat macht und so weiter, muss ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Aber der Brennpunkt, der ist natürlich bei jeder verschiedenen Parabelform, liegt er auch ein bisschen weiter auseinander. Und vollkommen egal ist, wo der Scheitelpunkt dieser Parabel liegt, ich mache das mal so, ich werde das mal hier, diese Parabeln, die werde ich mal hier ins Koordinatensystem irgendwo reinschieben. Da kann der Scheitelpunkt sonst wie sein, das A bestimmt die Form. Ich verzichte jetzt auch mal auf die Öffnung nach oben und nach unten, ne? Also das ist vollkommen egal. Das heißt, wenn es um den Brennpunkt geht, der wandert jedes Mal mit. Mit dem Scheitelpunkt der Parabel. So, jetzt betrachten wir mal die ganze Sache ein bisschen mathematischer. Und zwar, wir kennen ja alle die Scheitelpunktsform. Das A ist bei den Anfängern, ist es meistens mal nicht dabei. Da steht dann bloß x plus d in Klammern zum Quadrat plus e. Da kann man hier den Scheitelpunkt schön ablesen als minus d und plus e. Okay. Und jetzt ist es aber nicht immer so, dass das eine Normalparabel ist, die bloß irgendwo im Koordinatensystem hin und her verschoben wird, sondern eine Variante der Normalparabel, die also einen Faktor vor dem x-Quadrat hat. Auf diese allgemeine Funktion bezogen jetzt hier, kann ich den Scheitelpunkt so entsprechend berechnen. Naja, ein bisschen rechnen, das ist nicht so schlimm, jetzt hier mal Quadrat zu bilden. Da komme ich aber nochmal drauf. Wir betrachten jetzt aber mal die ganz einfache, wo das a 1 ist, beziehungsweise wo das a nur 1/2 ist, wo aber erstmal der Scheitelpunkt hier bei 0, 0 liegt. Ja, also auch wenn das eine gestauchte Parabel ist, y ist gleich 1/2 x Quadrat, die verläuft ja flacher als die, also die würde dann so laufen. Oh, naja, das war jetzt nicht sehr schön. Lass mal den Spaß mal weg. Scheitelpunkt 0. Wenn es um das Thema Parabeln geht, wie gesagt, kommen wir dann nochmal drauf. Ihr könnt ja auch, wahrscheinlich werde ich dann hier noch einen Link anfügen. Könnt ihr mal auf diesen Link dann gehen zu dem Thema Parabeln allgemein. Also ne, dieses I einfach mal mit der Maus drüber fahren, dann erscheint das I, wenn es nicht gerade zu sehen ist. Da geht es also nur um Parabeln und Formen und so weiter und so fort. Gut, also, jetzt mal ganz einfach. Im Ursprung liegt f von x ist x². Das a ist 1, ne? Also es wird nicht gestaucht, nicht gestreckt. Das ist das Ding, was wir auch mit der mit dieser Schablone einfach immer einzeichnen können. Scheitelpunkt liegt bei 0, 0, also im Koordinatenursprung. Dann wird dieser Abstand des Schnittpunktes, den nenne ich mal klein f, der wird 1 durch 4a. Ausgerechnet. Dann liegt er also bei 0, okay, und jetzt kommt 1 durch 4 mal, und weil a 1 ist, ne, 4 mal 1, also ist der Brennpunkt dann bei 0 ein Viertel. Hier muss ich, statt des a's setze ich ja 1/2 ein, muss ich sagen 4/2, also 1 durch 2. Ne, 1 durch 2 oder 1/2. Vielleicht kriege ich dann noch das Thema Brüche. Doch, werde ich dann einen Link machen, wie man mit Brüchen da umgeht. Gibt es einen ganzen Kurs dazu, ist kein Problem. Jetzt nehmen wir mal die Scheitelpunktform. Und wir haben den Scheitelpunkt hier, kann man schick ablesen. Ne? Minus 3, minus 2 abgelesen. Aber Achtung, dass der Brennpunkt, der verschiebt sich ja bloß mit der Parabel. Der liegt immer genau senkrecht über dem Scheitelpunkt. Wie das ganze Ding richtig betrachtet und ausgerechnet wird mit Herleitung und allem drum und dran, werde ich auch noch einen Link anfügen. Da ist es dann ein bisschen längere Unterrichtseinheit. Aber wen es interessiert, der kann sich da nochmal informieren. Gut, jetzt die Sache mal hierfür eingesetzt. Der Scheitelpunkt bestimmt, wo das Ding ist, und der bestimmt aber auch, wo der Brennpunkt liegt. Nämlich im Abstand f,
der mit 1 durch 4a bezeichnet wird, bestimmt ja auch, dass der Brennpunkt eben ein Stückchen höher liegt. In diesem Fall, ganz einfaches Ding, ne? Minus 3, minus 2 ist der Scheitelpunkt, minus 3, minus 2 und jetzt muss ich allerdings noch von der Koordinate her einfach noch dieses 1 durch 4a mit dazu nehmen. Minus 2 plus 1 Viertel ist minus 1,75. Wie man mit solchen Brüchen umgeht, wie gesagt, auf das i achten. Das Video wartet hier, kein Problem. Andere Variante, a ist wieder 1, ne, die herkömmliche Normalparabel, bloß eben in Scheitelpunktsform angegeben, als Funktion i von x zum Beispiel. Dann liegt der Scheitelpunkt eben bei minus 1 mal minus bei plus 1 und 4. Und, Achtung, ein bisschen höher wieder, plus 1 Viertel, weil ja a nur 1 ist, 1 durch, ne, hier 4a, liegt also 4 plus 1 Viertel bei 4,25. Gut. Das heißt also, wenn der Scheitelpunkt jedes Mal mitwandelt, wenn der Brennpunkt jedes Mal mit dem Scheitelpunkt mitwandelt, dann habe ich gar kein Problem. Dann kann ich einfach sagen, okay, wenn ich mich jetzt an diese kompliziertere Version hier ranwage, ne, hier, und sage, okay, durch pures Einsetzen kriege ich das ja raus, wo der Scheitelpunkt liegt, dann muss ich, weil der Brennpunkt immer mitwandert, eigentlich bloß noch plus 1 durch 4a dazu addieren. Und dann habe ich es. Naja, so schlimm dürfte es nicht sein. Wenn a negativ ist, weil das Ding nach unten geöffnet ist, dann entsteht hier automatisch ein minus a drin, also muss ich den dann mit abziehen. Also so nach unten geöffnet wäre der Scheitelpunkt ein Stückchen tiefer. Da aber a negativ ist, kann ich immer automatisch so rechnen. So wie wir es eben dargestellt haben. Und jetzt mal bloß ein Beispiel. Also ich hätte zum Beispiel a ist ein Achtel x² plus 3x plus 7. Dann kann ich den Scheitelpunkt erstmal so ausrechnen. Wie das dann funktioniert mit Doppelbrüchen, wie ich darauf komme, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Dann habe ich den bei minus 12 minus 11. Und jetzt kommt das Schicke. Jetzt muss ich aber beim Brennpunkt darauf achten, dass ich nochmal diesen türkisenen Teil hinten dazu addiere. Also liegt der Brennpunkt ein bisschen höher. Das Ding ist positiv, positives A nach oben geöffnet. Also liegt er auch tatsächlich ein bisschen höher bei minus 12, minus 9. Den ersten Teil übernehme ich und hier hinten muss ich was dazu addieren. Ich hoffe, das hat so erstmal geholfen, dass man ganz schnell mal Brennpunkte einer Parabel ausrechnen kann. Ja, hinterlasst einen Daumen oder macht sonst was, aber wäre schön, wenn ich mal eine Rückmeldung bekomme, ob ich das so ausreichend erklärt habe. Gut, ich wünsche euch was Schönes. Jetzt mittlerweile kommen noch Links zu anderen entsprechenden Themen hier und das war's. Bis denn, macht's gut, gesundes neues Jahr, tschüss.